switch gleich mal auf einen anderen. Oder ich gleich mal. Nein, Mann, es stimmt so. Nur, du bist nur neidisch, weil ich eine neue Rüstung kriege. Nein, ich bin nicht neidisch. Doch, bist du. Wenn überhaupt, müsstest du nicht neidisch sein, weil wir keine brauchen. Ah, nein, das wollte ich nicht. Nicht mit dem reden. Wie gehe ich zurück? Auf Ende wahrscheinlich. Auf links, den linken. Und du machst Menü mit... Mit 1 habe ich. Mit 1, habe ich 1. Der Viereck wäre das dann. Genau. Ja, okay. Das musst du ändern. Select, glaube ich. Ich glaube, es war Select. An der Stelle. Ach, nein. Ja, Mist. Ja, ja, genau. Was jetzt auch immer. 1 und jetzt... Nee, ja, rechts, jetzt, genau. Hoch. Ich hab's schon. Und Select. Hier, ich bin doch schon. Ah ja, Tatsache. Hast nee, du das bist du nicht. Ja, ist ja egal. Ja, okay, wir wissen's aber. Leuchtpanzer. Gut, siehst du? Ich wollte nochmal die Bestätigung, weil ich misstrauisch bin. Okay. Du bist einfach nur paranoid. Ey. Bleib mal ruhig jetzt, bitte. Ich denk mal, da brauche ich euch nicht Waffen kaufen, oder? Ich will eine Waffe. Ja, was, wenn die genauso gut ist? Ist mir egal. Hier rechts oben. Du bist in den falschen Raum gegangen. Gegenstände. Hier sind Gegenstände. Was wollen wir mit Gegenständen? Ich wollte was kaufen. Echt, das heißt nicht Items oder Items, das heißt Gegenstände. Ich wollte was kaufen. Siehst du? Also bitte. So, wir gucken uns hier mal um. Kaufen. Waffen. Her damit. Ein Eisenschwert, das trägt er, oder? Guck mal. Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, da stand Holzflegel trägst du auf jeden Fall. Ja. Also trägt er Eisenschwert und ich Eisenknöchel. Guck eben nach. Oh, guck eben nach. Dann guck ich halt nach. Oh, Mann. Ey, du machst mal ein Item-Management für mich, oder? Kann ich machen, wenn okay, du willst. Okay, mach das mal. Er checkt hier voll nicht die Lage. Guck, du hast ein Eisenschwert. Also, es okay, bringt ja, nichts. Du kannst leider nicht zwei tragen. Du hast das Spiel auch schon mit Safe Game gezockt. Du hast ich hab das schon so krass durchgezockt. Nee, vor euch, ey. Ohne Scheiß. Genauso wie du bei Trine hier mit den Fallen übst. Ich bei Trine, Alter. Ich hab's gewusst. Ich bin so der Legolas, ey. Ohne Scheiß, ey. Gehen wir jetzt innen? Nee, ne? Nein, obwohl, ich würde eine Heilung. Egal, wirklich. Du bist ein Loop, ey. Ich hab die falsche Taste gedrückt. Du hast niemals die linke. Nicht die linke. Ich will reden. Ja, dann rede mit rechts. Kreis. Dann darf, wenn du mit dem redest, darfst du es auch vorlesen. Ah, okay. Ich bin froh, dass ich mit dem Priester sprechen konnte. Er gab mir ungeahnten Mut. Gehen wir zum Priester. Sehr motiviert vorgehen. Ja, das war ja irgend so eine Nebendarstellerfrau. Ja, das ist auch echt, das ist echt stressig, das alles. Okay, hier geht was. Fragezeichen. Draco wartet hier. Ich habe mich von zu Hause weggeschlichen. Opa wird böse sein. Jetzt ist sie aus unserer Gruppe raus. Alles klar, ich kann wieder trinken. Du darfst wieder Alkohol trinken. Ah, warte auf mich hier, ich muss ja, ist okay. Auf meine Abwesenheit. Sagt er jetzt nicht unsere Prophezeiung oder so ein Mist jetzt? Nee. Na, dann hören wir uns das mal an. Willst du das vorlesen? Du hast schon mir gesprochen. Ich oder? Nee, oder? Wer liest was? Keine Ahnung. Ich will den coolen lesen. Wer also jeder cool? liest seinen Charakter außer du, Draco, du liest den Priester. Ja, stimmt, weil du nicht alles da bist. Klar, genau. Ja hier voll für. Möge die Mana-Göttin euch alle beschützen. Hoffentlich rede ich nicht so viel. Okay. Priester des Lichtes, Karl. Erwecke Karl wieder. Bester Freund. Kleiner Wolf Karl. Wie heißt du? Hör zu, Bisa. Ich hab nichts gesagt. Woher weiß er, wie ich Bisa? Er ist der Priester des Lichtes, Mann. Der Priester des Lichtes hat richtig Ahnung. Alles Leben endet ab einem bestimmten Zeitpunkt. Aber jedes Leben ist mit einem anderen verbunden. Karls Leben mag beendet sein, aber seine Seele lebt immer in dir immer weiter. Stimmt's? Voll Deep Shit. Dann Karl am Leben? Alter, du bist so dumm, Mann. Solange man sich an Karl erinnert, wird er ewig leben. Nein, nein. Biestkönig. Ich. Karl. Ich werde Karl rächen. Rache ist richtig. Du stößt mich einfach weg, Mann. Ey, Priester des Lichts. Erzählt mir vom Klassenwechsel. Ich will stärker werden. Alter, der passt so zu dir, ey. Der Klassenwechsel ist nicht so einfach. Du brauchst Erfahrung. Achso, das bin ich nicht. Es gibt keine Möglichkeit, einen Klassenwechsel durchzuführen, ohne älter geworden zu sein. Was? Wovon redet ihr? Du hast wohl auch von dem Mana-Stein gehört, wie ich vermute. Sie können dir große Kräfte verleihen, aber nicht, bevor du genug Erfahrung errungen hast. Verdammt, ich will jetzt stark sein. Dann geh trainieren. Hey, ich geh Bogo-Puschel töten. Warte, lass mich sprechen, mein Priester. Ich komme vom heiligen Mana-Land. Okay. Der Mana-Baum beginnt zu verwelken und Mana verschwindet aus dem Land. Eine Fee aus dem Heiligen Land? Das ist ein schlechtes Zeichen. Jetzt wird's ein Monolog, Alter. Wenn der Mana-Baum stirbt, werden die abgehört, Biester erwachen. Wir können irgendwas anderes sagen. Wir werden versuchen, die Weltherrschaft wieder zu erlangen. Trinken wir. Wir trinken. Oh, nee. Was? Die Fee hat dich auserwählt. Das bedeutet, dass du in das Heilige Mana-Land reisen musst.
Du bist der Einzige, der das Schwert herausziehen kann. Von Artus, Mann. Arthur, ne? Ja. Artus. Hey. Arthur, der ist doch nicht... Doch, der ist Arthur. Arthur, ich glaube, der ist Arthur. Arthur. Heißt er nicht Artus eigentlich? Nein. Er ist King Arthur, aber heißt er nicht Artus im Deutschen? Wenn ihr wisst, wer das ist, schreibt uns auf den Channel auf Konum-Channel. Hey, was ist los? Tut mir leid, aber die abnehmende Kraft des Mana macht mir... es mir nicht leid. Wann sag ich eigentlich mal wieder was, ey? Ich muss in jemandem sein, um auf dieser Seite überleben zu können. Du weißt, dass du Erfahrung brauchst. Fertig aus. Ich ärgere mich, Scheiße. Ich sehe gerade, es ist gerade ein Eck und Fluch einfach nur von mich hin. Ja, Mann. Fee, ich nutze dir nichts mehr. Nimm den Priester. Ich befürchte, dass das nicht so einfach ist. Wenn sich die Fee erstmal einen Wirt aussucht, dann kann sie ihn nur verlassen, wenn er stirbt. Voll parasitenmäßig. Ja, irgendwie schon. Ja, Mana-Schwert? Rache für Karl ist das Einzige, was mich... Ey, das war ein richtiger Satz, Mann. Ja, wirklich. Nee. Mit dem Mana-Schwert könntest du die stärker als er König Rache werden. Stärker als er? Aber, wie lässt mich das Schwert das tun? Boah, jetzt kommt das Schwert. Jetzt komm ich. Das sind mich überhaupt nicht, ey. Wieso? Du willst das Mana-Schwert ist die zentrale Kraft für alle Mana-Geister. Bla, Story, scheiß auf Story, ich will töten. Ja, trink doch einfach weiter, ey. Bis wir wieder töten, dann sagen wir dir Bescheid. Es ist das Werkzeug, mit dem er, mit dem die Göttin die Welt erschuf. Jetzt weißt du, wie die Welt hier kam. Ne? Ja, das aus ist meine Mana. Religion, Alter. Der das Mana-Schwert trägt, hat die Macht, die Welt. Ich muss drücken. Um zu formen, zu kreieren und Leben zu zerstören. Also, das ist richtig wie Neo, Mann. Ist nicht mal wie Matrix einfach von alten Spielen geklaut hat? Wer den verdammten Sunset Rider vorzugehört, weiß, wovon Matrix, ich rede. Alter. Das Spiel war vor Matrix. Matrix ist einfach nur alle Spiele der Welt zusammengeklaut und zu einem coolen Typen zusammengeschlossen. Er schläft unter dem Mana-Baum. Geht voll. Und wird ständig von den Feen bewacht. Dann haben sie ihm Leder angezogen und dann war Neo fertig. Leder. Oh ja. Das ist das Mana-Schwert, Mann. Wow. Unglaublich. Sieht voll nicht so epic aus. Nein, und vor allem es hängt in einem Baumstamm. Es steckt in einem Baumstamm. Ja und? Wenn das Schwert herausgezogen wird, bevor der Mana-Baum stirbt, dann besteht Hoffnung, die Göttin wird erwachen und die Welt retten. Schwert. Kann mich bei Beastkönig rächen? Ich mach's. Gut, dass ich der Auserwählte bin. Ja. Aber, wie kommen wir da hin? Gut, dass ich da seit 20 Minuten stehe und kein Wort gesagt habe. Ich hatte das Tor geöffnet, aber nun habe ich keine Kraft mehr dafür. Sie hustet, oder? Ihr müsst die Energie der 8 Mana-Steine freisetzen. Boah, es wird richtig lange dauern, oder? Mhm. Es wird der übelst lange Let's Drunk. Die Göttin schloss das Tor zum Heiligen Land vor langer Zeit und sperrte die Energie in den Steinen ein. Und wie setzen wir sie frei? Eins war da ein Spruch, mit dem man die Steine kontrollieren konnte. Ein Krieg um die Kontrolle dieses Spruchs brach aus, um die Welt wieder, war wieder zerrissen. Das Blutvergießen endete, nachdem ein Fluch auf den Spruch gelegt wurde. Ohne Scheiß, wie kann man immer einen Spruch Krieg führen? Wenn der Spruch saumächtig ist? Wenn der eine auswendig weiß, dann sagt er den. Dann sagt er das den Nächsten. Der stellt den vorbei. Der stellt den ins Internet, Alter. Und dann wird er gegoogelt und dann ist es vorbei. Oh, richtiger Mann. Spruch zur Befreiung des Manas. Mittelalter oder so. Okay, Mann. Okay. Altertümliches Google. Irgendwie, keine Ahnung, was ist ein altertümliches Google? Dann Steintafel. Können wir nicht. Die 8 Geister, die Mana-Steine beschützen, sie könnten uns vielleicht helfen. Mit ihrer gebündelten Energie können wir das Tor öffnen. Das könnte funktionieren. Du hast ja aber schon selber ausgesucht, den Priester zu sprechen, oder? Ja. Nee, wir haben ihn, glaube ich, gezwungen. Laterna der Lichtpatron lebt nicht weit von hier. Wer hätte gedacht, dass er so viel zu sagen hat? Einige Leute haben ihn in der Höhle im Wasserfall gesichert. Weißt du, der Ritter chillt einfach nur, der hat überhaupt nichts zu tun. Hey, komm. Genau der richtige Moment. Hier hey, Fee, antworte mir. Wenn ich mit dir gehe, werden meine Wünsche wahr? Du meinst, Frage. Dass du dann der größte Schwertkämpfer wirst? Natürlich, lass uns gehen. Sie labert, weil das ist die typische Frau, Mann. Sie ist die typische Frau. Sie versprechen, okay, ich komme mit. Sie versprechen das Blaue vom Himmel, ey. Ja, Mann. Nur damit du mit irgendwo hingehst. Um dann enttäuscht zu werden. Ja, enttäuscht zu werden. Und dann kannst du wieder nichts mit deinem Schwert anfangen. Um mal ein paar zweideutige Kommentare zu bringen. Okay, jetzt ist auch Draco bald mal wieder in unserer Gruppe.